Feuer, Menschen schreien verzweifelt um Hilfe. Die Katastrophenschutzübung der Hilfsorganisationen im Landkreis Fürstenfeldbruck und der Polizei Germering hat es in sich. Muss sie auch, damit im Ernstfall alles reibungslos funktioniert. Das Szenario: Ein Auto kollidiert mit einem Zug, die Diesellok fängt Feuer. Eine S-Bahn kann nicht mehr bremsen und prallt in den Zug. Menschen sind eingeklemmt. Nur wenige Minuten nach dem ersten Notruf ist die Feuerwehr vor Ort. Die Notrufübung ist tatsächlich in der Planung sehr aufwendig. Unser erstes Treffen hierzu war Anfang Mai in einem Planungsteam von knapp über 10 Leuten. Und insgesamt haben wir uns in dieser Zeit sicherlich mehr wie 10-mal getroffen, um letztlich von Verletzungen, der Anzahl der Verletzten, des Szenarios an sich, auch der tatsächlichen Lernerfolge und Übungseffekte, die wir erzielen wollten, das Szenario so aufzubauen, dass dann am Ende alle Einsatzkräfte so nach Hause gehen können, dass sie was gelernt haben. Während die Löschzüge der Feuerwehren die brennende Diesellok löschen und die eingeklemmten Menschen aus den Autos und der S-Bahn retten, bauen die Hilfsorganisationen eine sogenannte Verletzten-Sammelstelle auf. Über 15 Fahrgäste sind zum Teil schwer verletzt. Ich glaube, dass die Feuerwehren und auch die Rettungsdiensteinheiten bei großen Lagen nicht funktionieren würden, wenn wir nicht diese ehrenamtlichen Kräfte hätten. Also es ist sehr wichtig, dieses Potenzial weiterhin aufrechtzuerhalten und eben dementsprechenden Nachwuchs auch nachzuführen. Ziel der Übung war, die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen zu trainieren und zu verbessern. Die Übung vom Sonntag hatte aber auch noch einen weiteren Hintergrund. 4 Führungskräfte der beteiligten Einsatzkräfte geben in der nächsten Zeit ihre Ämter ab und bekamen als eine Art Abschiedsgeschenk für ihr jahrzehntelanges Engagement diese Katastrophenschutzübung quasi geschenkt.